Segelschule gehabt in Neusiedl und in Wien. Und dadurch, dass sie halt Alleinerzieherin war, war ich von Anfang an mit dabei. Ja. Und was hat die dann so gefesselt? Es ist halt schon mal cool, wenn du quasi in so einem jungen Alter, wenn du da allein am Boot bist und du kannst quasi, du bist so auf dich alleine gestellt, du kannst so viele Entscheidungen alleine treffen, wo du jetzt quasi nicht abhängig bist jetzt von den ganzen Erwachsenen, sagen wir mal so. Also du bist ja draußen am Wasser und du, ja, das war einfach immer cool schon als kleines Kind. Also dass man als Kind schon so viel Verantwortung trägt, genau, und so viel machen kann. Genau. Okay, und wann hast du dann gewusst, sozusagen, okay, das ist es, das ist der Sport, den ich machen will? Relativ früh, also ich habe dann auch am Anfang noch nicht Skirennen gefahren im Winter immer. Ah, cool. Und waren eigentlich bei vielen Seglern so. Also sind im Sommer quasi gesegelt, im Winter dann für die Skifahren auch mit Rennen. Aber irgendwie, ja, bin ich doch beim Segeln einfach hängen geblieben. Also ich habe da auch so viele, man findet so viele Freunde dort über die ganze Welt quasi verteilt. Und man freut sich jetzt nicht immer nur auf Segeln, sondern auch eigentlich auf die Personen, dass man sie wieder sieht. Und wie war das so, wenn du aufgewachsen bist und auch viel trainiert hast? Weil bis so mit 16, da ist ja oft so die Phase, wo Freunde fangen an auszugehen und so. Hast du da einfach, hast du das geschafft, dass du da einfach mehr trainiert hast? Oder bist du viel ausgegangen, wie hast du das gemacht? Ja, ich war eigentlich nie so der viele Ausgeh-Typ. Ja. Also ich bin immer gern die Idee, ruhig zu Hause. Ja, ja. So der Sofa-Mensch mit Film schauen oder so. Auch natürlich hin und wieder, aber ich habe eben wie gesagt die meisten Freunde einfach immer beim Segeln gehabt und dann war das auch nie das Problem. Also manchmal bist du dann halt am Ende von einem Trainingslager oder so, bist halt dann einmal ausgegangen, alle zusammen, alle Segler zusammen, aber sonst war das eigentlich nie so das große Thema. Also es hilft, wenn man sich mit Gleichgesinnten sieht. Ja, auf jeden Fall. Hast du ja schon immer so eine Vision im Kopf gehabt oder so Olympia, dass das aber schon seit deiner Kindheit irgendwie so ein kleiner Traum war? Ja, also ich habe früher, wenn es von der Zeitverschiebung her ausging, immer irgendwie versucht, auch die ganzen Eröffnungen anzuschauen von Olympischen Spielen. Und das war eigentlich für mich immer so alles extrem weit weg. Also ich wollte zwar immer hin, aber es war immer extrem weit weg. Und ich habe auch immer zu Mama gesagt, ah, da will ich auch mal hin quasi. Und ich will dir mal, auch wenn es jetzt darum ging, dass ich irgendwelche quasi besonderen Segler unter Anführungszeichen treffe, habe ich mir gesagt, boah, die will ich mal sehen und das wäre so cool. Und irgendwie bin ich da so schnell da reingekommen in diese ganze Szene. Ja, es ging alles recht schnell, aber ich glaube, von jedem, der wirklich dann bei den Spielen ist, war es immer ein Kindheitstraum. Also warst du einfach schon immer ehrgeizig? Ja. Ja. Kannst du dir vorstellen, oder kannst du dir denken, woher kommt der Ehrgeiz? Oder warum bist du einfach so, also auf Englisch würde ich mal sagen, woher kommt eigentlich der Drive? Ja. Hast du, woher dein Drive kommt? Nee, ich glaube, es ist halt viel auch quasi von der Mama. Also jetzt, ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wie man ein bisschen aufwächst. Ja. Also die Mama hat mir immer schon gelernt, quasi, wenn ich was will, soll ich dafür kämpfen, so auf die Art, und soll auch was dafür tun. Ja. Und ja, wenn man wirklich, glaube ich, so im Sport oder so für den Sport lebt, dann kommt das eigentlich von ganz allein. Und wie gehst du oder auch ihr zusammen als Team mit Niederlagen um? Was uns immer viel hilft, ist, dass wir mit einem Sportpsychologen zusammenarbeiten, der, egal wie hart es dann für uns ist, das alles mit uns nochmal analysiert. Also das beste Beispiel war heuer im Februar bei der Weltmeisterschaft, sind wir als Zweiter ins Medal Race gegangen. Ihr zusammen? Genau, also wir am Boot quasi. Ja. Und das Medal Race ist immer das letzte Wettbewerb von den Top 10. Ja. Und die dann doppelte Punkte zählt. Okay. Und das war eine unserer schlimmsten Wettfahrten. Ja. Und zu guter Letzt sind wir dann Vierter bei der Weltmeisterschaft gewonnen. Ah. Und wir haben dann wirklich nachher dieses Medal Race noch ein, zwei, dreimal angeschaut, weil das immer aufgezeichnet wird. Ja. Und das war halt so schwierig für uns, weil wir uns eh schon so geärgert haben und so traurig waren. Aber jetzt im Nachhinein ist uns das so viel geholfen. Ja. Also wir haben einfach so dran gearbeitet und geschaut, was wir falsch gemacht haben und alles nochmal durchgegangen quasi. Und, ja. Also wie genau hat sich geholfen? Habt ihr wirklich das mit dem Psychologen dann durchgesprochen? Genau. Eure Fehler also sozusagen. Analysiert, woran es gelegen ist und daran, wo es dann gelegen ist, daran gearbeitet. Okay. Also wirklich, dass man versucht, daraus was mitzunehmen. Genau. Okay. Und seit wann arbeitet ihr schon mit Sportpsychologen?
Also ich eigentlich von Anfang an. Also seit Ende 2012, wo ich in die Olympische Bootsklasse eingestiegen bin, seitdem arbeiten wir mit ihr zusammen. Und wie genau jetzt in Anführungszeichen nur bei Niederlagen oder wirklich regelmäßig? Nein, regelmäßig. Ja, sehr oft dabei. Ja. Bei den Trainings oder bei den Trainings, Wettkämpfen und wir analysieren alles. Wir analysieren das Gute, wir analysieren das Schlechte. Ja. Also eigentlich gibt es immer Analysen. Und analysiert sie dann eher nur das Training, also die Wettkämpfe und das, was ihr beim Segeln macht, oder redet ihr ja privat oder so selber so? Das kommt auf uns an, also wie wir es wollen. Okay. Also hauptsächlich quasi geht es um Segeln, aber wenn es jetzt irgendwas gibt, was uns auch beeinflussen könnte beim Segeln, ist es auch kein Problem. Also das liegt dann wirklich an uns, was wir besprechen wollen. Also das Mentale ist ein sehr großer Part für euch. Habt ihr entweder du selber oder ihr zusammen wieder ein bestimmtes Ritual vor dem Wettkampf? Oder wie schaut das aus, 24 Stunden vor dem Wettkampf? So bestimmte Rituale sind es eigentlich nicht, aber wir haben halt quasi einen bestimmten Ablauf. Okay. Also wir wissen einfach, weiß ich nicht, wenn um 12 Uhr Start ist, das heißt, wir müssen um 11 Uhr aufs Wasser gehen, das heißt, wir sollten dann spätestens 10 Uhr beim Boot sein. Ja. Dann hat eigentlich jeder von uns die Aufgaben schon mal vorher, am Land noch, wer was macht und wenn wir dann rausfahren, haben wir auch unsere Abläufe, dass wir sagen, okay, wir schauen uns zuerst mal, fahren wir mal eine Kreuz hinauf und schauen, wie der Wind quasi ausschaut. Und also Rituale ist relativ. Also wir haben unsere Abläufe, wir wissen, es ist einfach notwendig, damit wir gut segeln können. Aber jetzt irgendwelche großartigen Rituale. Ein Stückchen Schokolade oder irgendwas. Ja. Ich glaube immer, das ist manchmal nicht so gut, weil was passiert, wenn ich sie nicht haben kann? Ja. Dann, ja, das meine ich. Wie wichtig ist für dich die Ernährung? Schon wichtig. Also ich bin zwar froh, dass ich jetzt nicht irgendwelche besonderen Diäten oder sonstiges machen muss beim Sport, aber ich muss sagen, ich esse auch keine Schokolade und alles, also da kann man mich nicht davon abbringen. Aber sonst schaue ich halt, also ich koche sehr gerne, ich koche auch gerne gesund natürlich. Und also ich versuche schon selber auch drauf zu schauen. Also ich bin jetzt nicht eine, die regelmäßig zu McDonald's oder sonstiges geht. Aber ja, mich interessiert es halt einfach also viel über den menschlichen Körper und sonstiges. Aber ist jetzt keine bestimmte Ernährungsweise wie vegan oder vegetarisch? Nein, gar nicht. Also hauptsächlich gesund. Ja. Was macht oder wie schaut für dich ein typischer Trainingstag aus? Also wie kann sich das beim Segeln vorstellen? Mein Trainingstag beginnt meistens mit um 7 Uhr aufstehen. Mhm. 7.30 Uhr oder so, kommt drauf an. Ist immer ein bisschen spontaner Morgensport, also ein bisschen aktivieren, laufen, mobilisieren, dehnen, sowas. Dann Frühstück. Dann gibt es meistens die Besprechung, die Frage, entweder machen wir es am Vortag oder eine Nachbesprechung vom Vortag quasi. Ein bisschen analysieren und so. Und dann gleich die Besprechung, was am Tag passieren wird. Dann gehen wir meistens in den Club, haben wir noch Bootsarbeit zu tun, also einige Sachen meistens. Dann gehen wir segeln, so 3 bis 5 Stunden, gehen wir dann aufs Wasser trainieren. Und dann kommen wir rein, hoffen, dass nichts kaputt ist, dass wir nicht wieder irgendwas richten müssen, aber Bootsarbeit ist ja nicht nur, wenn was kaputt ist quasi, sondern auch, wenn wir irgendwelche neuen Ideen haben. Dann gibt es meistens noch irgendein Krafttraining oder Ausdauertraining, dass man, weiß ich nicht, Stunden laufen gehen oder wirklich noch in die Kraftkammer. Das kommt halt immer darauf an, wie anstrengend das Wasser war. Dann sehr gerne noch zum Physiotherapeuten. oder eben in der Sportpsychologe mit ist. Auch noch Besprechung mit ihm. Dann ist es eben meistens schon 8 Uhr am Abend oder so. Dann gibt es noch ein Abendessen und dann geht es zumindest für mich immer relativ früh ins Bett. Also es klingt ja echt wie sind wirklich eine Vollzeitjob, kann man sagen. Ja. Und wie findest du da noch Zeit für Privates oder Familie, Freunde? Naja, es gibt ja Gott sei Dank WhatsApp, Internet, fast überall meistens. ja, ein bisschen Zeit findet man immer. Also es ist nicht viel, aber dadurch eben die meisten Freunde sind quasi immer mit. Ja. Von dem her geht man dann gemeinsam Abendessen oder sonst was. Und die Familie, die akzeptiert das halt, dass nicht viel Zeit für sie ist. Also. Was macht die als Seglerin aus? Also ich bin sicher mal gerne unterwegs. Ja.
Ehrgeizig bin ich sicher auch. Also schon von klein auf immer mitgehabt so quasi. Ja, was sicher auch noch wichtig ist, einfach der Spaß an der Sache. Okay. Weil wenn man den nicht hat, dann glaube ich, braucht man gar nicht anfangen. Und ja, das ist sicher mal das Wichtigste. So wirklich mit Begeisterung das macht. Ja. Was war deine persönliche größte Challenge? Das kann jetzt privat sein oder auch sportlich gesehen, was du für dich irgendwie wirklich einmal was richtig Schweres, wo du aber stolz bist, dass du das jetzt geschafft hast. Was sicher war, ist, dass ich bin ja früher immer als Steuerfrau quasi gefahren. Bin dann für diese Olympiakampagne auf Vorschott gewechselt. Das heißt, ich habe eigentlich am Boot die ganze körperliche Arbeit gemacht. Und das war sicher für mich so eine große Umstellung, einfach so viel in der Kraftkammer zu stehen, so viel trainieren. Das war halt für mich, ja, also da habe ich auch so selber eben quasi mit mir kämpfen müssen, dass ich das wirklich regelmäßig mache. Ich bin jetzt nicht die, die gerne Ausdauertraining macht, Laufen, Radfahren. Deswegen habe ich gesagt Triathlon, oh Gott, das wäre das Schlimmste für mich. Aber es war halt immer, also immer eben dieses, irgendwie die Motivation quasi wieder bekommen, dass ich es trotzdem weitermache. Und das war sicher einer der größten Challenges für mich. Und wie hast du das dann geschafft, dass du wirklich motivierst und sagst, okay, jetzt geh in die Kraftkammer und mach das? Einfach immer extrem viel an Rio gedacht. Also immer quasi nie aufgegeben daran zu glauben, dass das möglich ist. Ja. Also zu wissen, warum du es machst. Genau. Und dann ist selber geglaubt. Ja. Ja. Habe auch immer dann schon so als Handy-Hintergrund Rio gegeben. Quasi ja. So. Also dass du es jeden Tag dann vor dir siehst, im Handy wirklich. Ja. Ja. Macht ihr dann auch viel so Visualisierung? Oder wie oft sagst du dir pro Tag zum Beispiel, dass du da hin willst nach Rio? Das war unterschiedlich eigentlich. Also es gab auch Tage, da war es einfach komplett einfach und komplett klar für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel viel mit dem ganzen Team unterwegs war, wo einfach immer super Stimmung war und wo es einfach ganz normal ist, da gehst du zusammen in die Kraftkammer und dann ist es einfach echt easy. Aber dann gibt es so Sachen, wenn du auf einem irrsinnig langen Trainingslager schon bist und du bist eigentlich nur du quasi, also nur dein Boot und sonst nichts und es ist kalt und es ist schier und es ist Winter und dann denkst du, jetzt soll ich noch eine Stunde laufen gehen und dann noch in die Kraftkammer gehen, dann braucht schon mehr Motivation. Aber, Und was würde ich sagen, hast du daraus gelernt aus der Challenge? Kannst du irgendwas wirklich Wichtiges mitnehmen dadurch? Naja, sicher ist mal, dass man quasi, es gab auch schon eben quasi viele Zeiten, wo man uns jetzt abgeschrieben hat, ist jetzt vielleicht hart gesagt oder übertrieben, aber wo halt einfach die anderen schon viel mehr Chancen bekommen haben als wir jetzt. Die anderen Segler. Genau, die anderen Segler. Und ja, einfach, dass wir halt quasi nie aufgehört haben, dran zu arbeiten und dran zu glauben. Das ist sicher was. Also auch wenn die anderen sagen, schafft es nicht, trotzdem weitermachen. Was würdest du deinem jüngeren Ich sagen? Deinem jüngeren Ich. Naja, auf jeden Fall immer quasi nie aufgeben. Das ist einfach so was Wichtiges. Wo halt sicher immer viele denken, schaffe ich sowieso nicht und an mich glaubt auch keiner und dann probiert man es erst gar nicht mehr. Aber ich glaube, das ist einfach so extrem wichtig, dass wenn man wirklich etwas will, dass man da nie aufgibt, egal was für Niederlagen man hat. Was hat dir da am meisten geholfen, dass du immer an die geglaubt hast? Erstens mal immer an Rio zu denken, immer zu denken, ich habe halt immer quasi vorgestellt, wie das ist, wenn man dann so eine Medaille hat. Und auch viel halt Familie und Freunde. Also die da immer dahinter waren und gesagt haben, komm, geht schon, du schaffst das. Und da wir jetzt für Aktivier da sind, ist ja die neue Kampagne InSync. InSync bedeutet, dass man einfach versucht, die Selbstzweifel zu reduzieren, dass man versucht, mit sich selber in Einklang zu sein. Wie würdest du sagen, bist du in Sync mit dir selber? Oder wie schaffst du das, dass du mit dir selber im Reinen bist und im Einklang? Also wie kannst du das Ganze managen? Nämlich Leistungssport ist ja nicht ohne. Es ist körperlich anstrengend, mental anstrengend. Dann hast du eine Freunde, Familie. Wie schaffst du das alles, so mit dir selber trotzdem gut zu bleiben und alles?
Also am Anfang war es sicher schwerer, als es jetzt ist, quasi. Ja. Aber was bedeutet am Anfang? Also was? Wo ich halt der Beginn war, wo ich dann viel weg war, wo ich viel trainieren musste und so. Aber erstens einmal bist du ja dann quasi selber froh, wenn du das machen kannst, was du willst. Also du musst auf jeden Fall wollen, glaube ich. Wenn du jetzt irgendwas machst, wo du denkst, naja, eigentlich will ich es gar nicht, dann glaube ich, findet man quasi nie diesen Einklang mit sich selber, weil dann arbeitet man ja quasi gegen sich. Ja. Aber wenn du das erstmal willst und dann auch noch Freunde, Familie hast, die eh hinter dir stehen, die das voll unterstützen, die auch noch sagen, die halt quasi auch noch fördern, beides. dann ist es eigentlich relativ einfach. Also, ja, es gab da eigentlich jetzt nie so danach Zweifel an dieser Sache. Also Freunde, Familie ist für dich auch sehr wichtig, dass ja, du das... Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, auch wenn ich jetzt mal kurz quasi, rückvoll will ich jetzt nicht sagen, aber wenn ich mal kurz denke, eigentlich macht das alles gar keinen Sinn und eigentlich, wieso mache ich das eigentlich? Ja. Dass man halt immer Leute hat, die einem das wieder zeigen, warum. Ja. Und was würdest du dann als Tipps weitergeben, vielleicht an jüngere Mädels oder an jüngere Sportler auch, die das zum Beispiel auch schaffen wollen, einerseits wirklich ihre Ziele zu verfolgen und auch mit sich selber dann in Sync zu sein? Naja, also wichtig ist eben einmal, dass man es will, also quasi jetzt lang drüber nachgedacht, will ich jetzt wirklich quasi von steuerfrei auf Vorschulter umstellen, will ich... So wissen vielleicht auch, was wirklich dahinter steckt. Will ich mir das alles antun, quasi mir selber. Und dann auch einfach mal alles vorher bewusst durchgehen, was auf mich zukommt. Also ich habe gewusst, es wird auf mich zukommen, dass ich einmal viel Kraft aufbauen muss und dass ich viel unterwegs bin und wenig zu Hause und so auf die Art. Und wenn man sich dann das Ganze mal vorgestellt hat und auch bewusst überlegt hat, wenn man dann sagt, ja, das will ich, ich glaube, dann... Kann auch nichts mehr aufhören. Ja, also das ist sicher mal das Wichtigste. Also zu wollen. Ja. Und wie schaffst du das dann in dem ganzen Trubel, irgendwann nur zur Ruhe zu kommen? Und wie wichtig ist da die Regeneration? Also die Zeit nehme ich mir einfach. Ich merke es einfach selber, wenn... Irgendwann gibt es immer eine Zeit, wo ich mir denke, okay, stopp. Jetzt brauche ich mal meine Zeit quasi für mich. Und das respektieren aber dann auch die meisten. Also auch wenn ich dann sage, okay, ich brauche jetzt einmal 3-4 Tage, wo ich nichts tue, dann ist es auch okay. Also ich kann das ja abreden mit meinem Pressesprecher, mit meiner Konditionstrainerin quasi, wo ich sage, okay, es geht gerade nichts mehr. Und das ist dann auch für alle okay, weil jeder weiß, dass man Regeneration braucht. Ja. Also. Und was machst du dann, also wenn du wirklich sagst, okay, jetzt will ich zur Ruhe kommen, das heißt für mich nehmen, was ist dann deine Lieblingsaktivität? Entweder bin ich gern einfach zu Hause und mache wirklich nichts, oder in die Berge gehen, ein bisschen wandern, oder einfach auch am Neusiedlersee sein und nicht segeln, also ich will Stand-Up-Paddeln gehen oder sowas. Es gibt viele unterschiedliche Dinge, aber halt jetzt dann nichts, was jetzt quasi viel mit Segeln zu tun hat oder Krafttraining oder sowas. Also das will ich dann einfach mal. Aber kein Sport und so ein Schritt. Wer hat dich in deiner Kindheit einerseits am meisten beeinflusst und andererseits am meisten inspiriert? Können es ja verschiedene Personen sein. Ja, richtig beeinflusst einmal sicher die Mama quasi. Ja. Weil, ja, ich war eigentlich quasi immer mit der Mama alleine, auch zu Hause. Und da hat man natürlich immer schon einen Einfluss, gleich einmal. Inspiriert habe ich sicher alle Olympiateilnehmer. Ja. Also generell Olympia. Ja, auf jeden Fall. Oder immer wenn ich mir im Fernsehen, egal was, Siegerehrungen zum Beispiel angeschaut hat, dann war das immer eine Inspiration für mich zu sagen, oh Gott, ich will da auch oben stehen quasi. Ja. Wie fühlt es sich jetzt an, dass du das wirklich geschafft hast, dass du sagst, okay, hau jetzt eine Medaille? Ja, es ist, natürlich ist es voll cool, aber es ist halt jetzt im Moment immer noch, also ich will jetzt nicht sagen normal, aber ich habe jetzt immer noch nicht, glaube ich, diese Zeit gehabt, das jetzt wirklich hundertprozentig zu realisieren. Ja. Also immer wieder, wenn ich jetzt irgendwo lese, ja, Olympiamedaillen gewinne, denke ich mir so, oh. Da gehe ich dazu. Ich. Und es ist halt immer dann noch so quasi was Neues. Und ja.
Ich hoffe, es kommt bald ganz. Und was wäre so das nächste Ziel? Wie kann man noch höher, noch was Höheres für die erreichen? Oder? Ja, es gibt noch Silber und Gold. Also Tokio ist schon in Aussicht? Ja, ich glaube. Ja. Auf alle Fälle. Nein, ich sage danke, das war echt cool. Gerne.